durcharbeiten. Es starten gleich die Senioren 2, 3 und 4. Das klingt so ein bisschen nach Pflegestufe, hat aber... Mit dann nochmal stehender Start und dann haben wir aber auch 15 Uhr. Dann müssen wir auch sehen, dass wir hier beim ersten Rennen hier im Camp in der Stadtteil St. Thunberg wirklich 4, 3, 2, 1 und los geht's! Ich höre gerade die Verführung von dem Traumfang. Adam Donner, Masters Racing Team. Schon, ne? Ja, danke. So, für diejenigen, die etwas später zu uns gekommen sind, es ist heute quasi die Premiere dieses ersten. Und das hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Wie oft fahrt ihr vom Verein her aufs Unternehmen? Also, wir haben ja bei der Gruppe das Fahrbild und. 4, 3, 2, 1 und ja! Eine spitzige Geschwindigkeit von 280. Und diese Geschwindigkeit, die Sie jetzt hier gerade sehen, die hat so einen Höhepunkt davor mit der Kaffee-Pilz-Kurve. Das ist eine der schärfsten Kurven heute da, wo man eben nicht in die. Ja, thank you.
so, das Führungsfahrzeug und ja, eine von den beiden Ladies ist ziemlich weit vorne mit der Wartesau Red Black Car, Sie sehen. Tobi, das haben wir heute schon Peter Mohr ist der Radsport-Experte, kann man sagen, mit so vielen Rennen, die er... Immer hinter dem Schwarzen sein. Ja, hast du recht. Also das Schwarze... Vielleicht hat er nicht mehr... Vielleicht nicht los. Na, Ennio Maxi übrigens da. Go, go, go! Ja. Ach, sind die hier schon? Ja, wir waren bei Rossmann und dann gesagt, nee, diese Geschenke so holen. Ja, aber das ist nicht mehr... Das ist nicht mehr das letzte Auto. Ich hab den verfolgt. Das Bild vor dem... Vor dem... Hauptsache, das Kompetitivste ist daran, wenn es brennt, checken, wie die Autos fahren. Ja, das ist so. Was das auch nicht erzählen muss. Guck mal, da kommt... Ja, Alter. Ey! Das ist immer
vor der 21 Alexander Weißenbach. Vor die Truppe der Feuerwehr aus Sandtobersten heute vorhaben, mit anderen, die sich auch geworden haben, das Rasenburg und Straßen Punkt zu machen. Dann liegen wir sieben von Automobile Rommel. Nicht der Motor, das ist hier keine Kanonsverkleidung, sondern das ist eine richtige Feuerwehr, die vor allem vor die Einfahrtsunfall ist. Jetzt schauen wir mal nach links, zwei Runden noch und hier geht es gleich in die Plätze 3, 4 und 5. Machen wir noch die Glieder. Die beiden Spitze weiter. Oh, die sind nicht beieinander dann hier. Ohne mit ihrem Applaus geht es in die letzte Runde hier einmal. Ja. Flasche und die gesamte Ausrüstung, kann man sagen? Ja. Der Helm, der macht das nicht. Alles gut. Auf deinem Auto, liebe Jutta, fahren wir jetzt hier die Ehrenrunde. Und wir freuen uns. Da kommt uns. Die Fahrer gehen jetzt. Auch auf den Rundkurs und wie gesagt, jetzt kommt es in der ersten Runde fahren die darauf an, möglichst schnell in den Dienstag zu gelangen. Das ist ja cool, ein tolles Bild. Jo, jetzt sind sie richtig auf der Sattel. Und der Wolf aus Bühnen, hinter seinem Schrittmacher Lars Hellesmann, derzeit an der Spitze des Feldes. Das Ende des Feldes findet zur Zeit der Zweitplatz für den Schritt gegangen wird. So ist es, hier gibt es ja zwei scharfe Kurven, einmal da drüben, ein einigen Häuser, das sind auch die Seitenhäuser, die scharfe Kurven, die professionell genommen werden, da kommen sie wieder. Und während wir hier nochmal in diesem Ort oder direkt in Kempten. Achso, jetzt noch mal ein Wechsel, ja. Mit Simon Happel, einer der Top-Favoriten vorne und jetzt bleibt am Niederrhein aus Fische, ist er zu Hause bei Staubwolke Krefeld mitgefahren, jetzt inzwischen bei Olympia Bünde mit dabei und heute der Sieger in St. Hubert. Marcel Pötzschmitz mit Marcel. Sind da hinten noch Leute?